Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch gut, meine lieben Brüder und Geschwister. Ich bitte, bevor ich mit dem Video anfange, dass ihr meinen Kanal abonniert, liked, wenn es euch gefallen hat, Kommentare gibt, was ihr sehen möchtet und was ich besser machen kann. Heute werden wir über etwas Wichtiges reden, und zwar die Übersetzungen. Also, wenn islamische Bücher auf Deutsch übersetzt werden. Bevor wir das Buch übersetzt haben, müssen wir natürlich immer etwas wissen. Und zwar, dass das Buch, zum Beispiel hier habe ich ein Fiqh-Buch, Maraq al-Falah, die Erklärung von Metten Nur al-Idah. Das bedeutet, wir haben hier einen Text und dieser Text wurde dann eben erklärt. Und diese Erklärung wurde dann Tahqiq gemacht, also wurde dann korrigiert. Das bedeutet, ein Buch, was auf Arabisch ist, ein Turathbuch, was die Gelehrten früher geschrieben haben, sind meistens immer als Schriftrollen zu uns gekommen. Deswegen gibt es vielleicht Fehler bei den Kopierern, die früher das geschrieben haben, weil früher hat man diese Bücher eben mit Hand geschrieben. Und da sind dann vielleicht Fehler aufgetaucht. Und dann nachher, derjenige, der das dann als Buch geschrieben hat, der hat dann auch vielleicht Fehler gemacht. Und dieser hat dann eben der Muhaqqiq, der das kontrolliert hat, Tahqiq gemacht, also kontrolliert. Und je nachdem, wie gut dieser Kontrolleur war, ist das Buch dann eben gut angekommen. Jetzt hier zum Beispiel beim Verlag kann es auch sein, dass der Verlag selbst einfach nur einen Muhaqqiq schreibt und das niemand eigentlich korrigiert hat. Oder eben, dass die Muhaqqiqin selbst schlecht waren. Und wir als, also da wir jetzt bei den Lehrern oder Gelehrten eben lernen, zeigt er uns öfters diese Fehler. Und vielleicht mit der Zeit, inshallah, werde ich euch auch einige Sachen sagen. So, nachdem dann eben dieses Tahqiq gemacht worden ist, wird es dann eben übersetzt. Und je nachdem, wie der Übersetzer es verstanden hat, kommt es dann eben bei dem Leser rüber. Und deswegen kommen dann öfters Fehler. Und bei einem Freund zum Beispiel kam es sogar so, und inshallah wird das nicht falsch verstanden, dass der Hadith zum Beispiel, der überliefert wird, dass eine Person zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, in einer Ghazwa, in einer Zeit von einem Krieg, und er gesagt hat: Ja, Rasulullah, ich möchte mit dir zum Krieg ziehen, zur Armee. Und er fragte dann, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ob er Eltern hätte. Und er sagte ja. Auf Arabisch wird dann gesagt, Wafihima, Fafihima, Fajahid. Dann hat man das eben übersetzt, indem man gesagt hat, und kämpfe in deren Namen. Und der Bruder hat es dann eben verstanden, dass er dann eben in den Krieg ziehen soll. Was eigentlich nicht der Sinn war, sondern dass er eben zurückkehren soll, damit er sich um seine Eltern kümmert. Und deswegen gibt es auch noch sehr viele andere Beispiele, dass wenn man das auf Deutsch liest, es anders ankommt. Und man versteht es dann falsch. Und deswegen ist es nicht das Gleiche, wenn man das auf Arabisch liest. Ebenso eine Sache, die ich bemerkt habe, ist bei unseren türkischen Brüdern, dass diejenigen, also dass die, wenn sie ein türkisches Buch, vor allem Fiqh-Buch oder irgendein Buch, Aqida, auf Türkisch lesen, dann ist es für die verständlich. Sie verstehen das sofort. Und deswegen sagt mein Vater zum Beispiel, warum ich nicht zum Beispiel große Bücher lese, die, wie ihr hier seht, jetzt 10 Bände haben oder noch mehr. Warum? Weil auf Arabisch das nicht das Gleiche ist. Auf Arabisch gibt es Wörter, die ein Araber selbst nicht versteht. Und auf Türkisch oder auf Deutsch hat man das eben so versucht zu übersetzen, dass der Leser das versteht. Und das ist eben der Unterschied. Der nächste Unterschied ist, dass diese Bedeutungen auf Arabisch mehrere Bedeutungen haben. Das bedeutet, der Gelehrte, der das geschrieben hat, kann das gemeint haben, dies gemeint haben oder jenes gemeint haben. Bei der Übersetzung aber gibt es nur eine Bedeutung. Und deswegen denkt man nicht an etwas anderes. Das war so ein kleines Video, was ich für euch vorbereitet habe, und inshallah hat es euch gefallen und inshallah war es nützlich.
Wenn ihr Fragen habt oder irgendetwas wissen wollt, schreibt es mir in den Kommentaren oder schreibt mir einfach auf Instagram, auf Messenger oder sonst wo. Und bis zum nächsten Mal.